Wir sind im Park und selbst im Park kann man sehr gut Wildkräuter sammeln. Zum Beispiel den Giersch. Ihr findet Giersch oft in schattig feuchten Gebüschen und in der Stadt oft an Wegesrändern. Der Giersch ist kennzeichnend durch seine drei Blattpaare. Jedes Blattpaar hat wieder drei Einzelblätter, die spitz zulaufen, zackig. Giersch enthält eine Vielzahl an Vitaminen und Nährstoffen wie Vitamin C, Magnesium und Calcium. Er kann als Salat, Gemüse oder Pesto zubereitet werden. Als Salat eignen sich vor allem die jungen, kaum entfalteten Blätter. Die rohen Blätter können auch in Aufstriche und Suppen gegeben werden. Ältere Blätter eignen sich als Tee oder zum Kochen oder Dünsten. Und was auffällig ist, ist der dreikantige Stiel. Die bitteren Stiele sind zäh und sollten entfernt werden. Das ist ein richtiges Unkraut. Wenn man das einmal im Garten hat oder in Beeten, kriegt man es kaum noch raus, weil die Wurzeln, auch die kleinen abgetrennten Wurzeln, erzeugen wieder neue Triebe. Nach der Blüte solltet ihr Giersch nicht mehr unbedingt sammeln, weil dann der Geschmack kräftiger wird und er eine leicht abführende Wirkung bekommt.